Jo Leute, was geht? Willkommen zu Elden Ring. 2 Jahre ist, glaube ich, eher seit meinem letzten Video. Und heute traue ich mich mal an Randomizer. Und Randomized ist alles. Also ich habe alles angeklickt, was man irgendwie anklicken kann. Von Schlüssel-Items zu was man am Anfang als Startklasse, als Start-Equipment hat. Alle Bosse. Ich glaube, das Einzige, was nicht random ist, sind die Gegner in der Overworld. Das habe ich gelassen, weil ich hatte ein bisschen Angst, dass ich die übelst krassen Knights schon am Anfang des Games bekomme. Das ist, glaube ich, das Einzige, was nicht randomized ist. Selbst wenn man jetzt hier eine Klasse auswählt, ist das randomized. Wenn man hier sich was auswählt, dann sieht man ja hier im Overview, was die an Waffen und Rüstungen haben. Aber wenn ich dann hier reingehe, dann haben die was ganz anderes an. Das kann gut sein, das kann aber auch schlecht sein. Das ist ein Randomizer, deswegen heißen wir Olu. So, Krieger, Andenken nehme ich natürlich auch. Ist das auch randomized? Blasphemische Klaue, das ist auch randomized. Oder? Kürbiskopf? Goldene Rune 11, Fluch des Saatbeets. Das ist auch wie witzig. Für all die das vielleicht nachspielen wollen, ich werde euch den Seed unten, falls ihr ihn rausbekommt, unten verlinken. Falls ihr den Seed auch spielen wollt. Gunst des Erdenmonsters, was war das nochmal? Ist auch schon was länger her, dass ich gespielt habe. Ich meine, das ist ein Talisman, der mir Leben und so gibt, oder? Den würde ich jetzt mal nehmen, der ist sehr Standard. Und auch den Mod würde ich euch unten reinpacken. Das Ganze natürlich nur auf dem PC möglich. Und dann würde ich sagen, starten wir rein. LOL, den schaffe ich auf gar keinen Fall. LOL, er bewegt sich nicht, glaube ich. Das wäre natürlich. Oh doch. Schade. Ja, das war schon. Okay. Hätte mich auch gewundert, hätte ich den geschafft. Ich weiß gar nicht, wie viel Schaden gemacht habe, aber das war safe nicht viel. Zoe, was kriegen wir hier? Ihr müsst überlegen, jedes Item und auch die Schlüssel-Items sind randomized. Heilig, Fett und goldene Rune, okay. Was haben wir hier für einen Boss? Hier der. Was haben wir da für einen? LOL, so ein Seefahrer. Das heißt, ich muss mir auch jedes Kack-Item holen, Leute, ne? Also jedes einzelne Kack-Item, was ich normalerweise niemals holen würde, muss ich mir eigentlich holen. Das heißt, einfaches Durchrennen bringt mir nichts. Ich habe eingestellt, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass ich die großen Runen nicht bekomme, dass man, um nach Lyndell reinzukommen, nicht eine große Rune braucht. So, das da kann auch, ist auch anders. Also, ich werde es noch ein paar Mal erwähnen, aber Regenbogenstein, das erst. Aber da kann halt alles liegen. Alles kaufen. Sie kann man einfach alles kaufen. Da kann ich die Meteorklinge kaufen, die brauche ich. Die würde ich voll gern spielen. Die kaufe ich. LOL. Die kaufe ich. Die will ich. Als ob ich die Meteorklinge. Das ist die, die ich immer in meinen Speedruns nehme. Man kann einfach. Ich muss jeden Händler mir angucken. Und direkt aus Schmiedesteine gibt er. 5 und 1. Die brauche ich nicht, aber. LOL. Goldener Federtierfuß. Den muss ich eigentlich auch kaufen. Wenn der große Drache random ist, wer weiß, wo der liegt. Ich kaufe das mal, falls ich einen großen Drachen irgendwo mal besiege. Oh weh, das. Oh, das wird richtig. Also ich glaube, das wird richtig witzig, Leute. What the hell? Das kann richtig witzig sein. Richtig witzig werden. Was ist das hier? Scheiße, die Gegner sind doch randomized. Scheiße, die Gegner sind doch randomized. Das wollte ich eigentlich nicht. Ups. Ja, dann hoffen wir mal, dass ich hier nicht den Übergegner treffe. Oh nee, oh nee, oh nee, habt ihr es gesehen? Okay, jetzt heißt Items einsammeln. Gerade in Caelid sind so viele Items, da kann halt richtig geil. Oh mein Gott, guckt euch an, was da. Oh mein Gott, was läuft denn da alles mit? Ja, gut. Macht ihr mal. Ist ja nicht normalerweise eine. Oh mein Gott, was ist das denn? Da steht einfach Margit. Alter, das ist ja die komplette Türsteherfraktion da. Wie soll ich denn da vorbeikommen? Ich weiß nicht, ob der Cheese noch geht und ob ich hier noch drauf habe. Ich versuch's mal eben. Vielleicht schaffe ich es ja First Try. Haben die das gefixt? Weiß das jemand auswendig? Ich bin einfach ein Gott-Gamer, ne? Bin einfach so geil. Okay, Müll. Und hier ist normalerweise die heftige Waffe. Müll. Scheiße. Ah, ja, gut. Ey, aber gecheckt und dann weiß ich jetzt, die Kacke ist weg. Und da, wo die normalerweise liegt, da sind ja dann bessere Items. Gerd, hier geht's auch runter, auch noch in die Unterwelt, ne? Mache ich das jetzt schon? Das sind nämlich 1000 Items. Ja, Sofria, hier gibt's auch 1000 Items. Und hier kann man easy durchrennen. Obwohl, nee.
Easy ist gelogen. Hier sind ja die Gegner auch alle random. Hier gibt's auch 1000 Item-Checks. Ich versuche mal zu rasten. Da sind schon direkt zwei. Drei. Dunkelspielstein 7. Huge. Das ist heftig. Und was ist hier für eine Party? Alter Schwede. Oh mein Gott, was ist da für eine Party? Dunkelschmiedestein 7 ist schon mal sehr gut. Jetzt brauche ich nur noch 1 bis 6. Uralter Drachenschmiedestein, das ist er. Und noch einer, oh mein Gott. Runenbogen. Einfach zwei. What the fuck, das war übel gut. Aber hier sind da übel viele Items. Larventränen ist auch. Na, geht so. Oh, gelbes Item. LOL, ist das nicht gerade komplett broken gewesen, das Elden Echo? Wenn ich mir daraus die Bosswaffe mache und alles damit One-Hit wegballer. Wen haben wir hier? Ich bin gespannt. Wen haben wir hier? Oh! Der Loretta ist das. Loretta kann man easy klatschen. Also nicht jetzt, aber so allgemein. Loretta kann man schaffen. Okay, das ist gut. Loretta kann man schaffen. Bisschen Leben, bessere Waffe. Loretta kann ich schaffen. Meteorklinge bisschen hoch. Dafür brauche ich unbedingt einen Dunkelschmiedestein 1 und 3 noch. 1 und 3 noch, dann habe ich schon auf 4. Dann könnte ich die easy packen. Nein, ich krieg da von dem das. Das ist auch random. Das ist auch random, was man von der Arsch, von dem Echo bekommt. Ja, ey, für den End-End-Boss niedere Soldaten finde ich gut. Ich finde das ein guter Trade. Für die Asche, niedere Soldaten oder hier ein Zwillingsvogel-Drachenschild, das ich nicht mal kenne. Ich finde, das ist ein super, super Trade. Den sollten wir auf jeden Fall machen. Ja, die verkaufe ich. Das gibt gut Seelen, das gibt gut Level. Und ich habe voll Bock, unten in die Höhle mal reinzugehen und zu gucken, was da für ein Boss ist. Hä? Okay, gehen wir nicht in die Höhle. Was meint ihr, was da für ein Boss ist? Das kann heftig sein, kann aber auch ganz böse sein. Muss nur Luck haben. Bluthundritter, ist der hier immer? Ja, schaffe ich nicht. Obwohl, ich mache übel Schaden und der gar nicht. Ich hab gedacht, ich schaff den nicht. Wisst ihr, wann ich das letzte Mal gegen den gekämpft habe? Das ist 1000 Jahre her. Aber, guck mal, fast geschafft, First Try. Wie geht denn das überhaupt noch? L2? Ah ja. Geschafft! Trockenleber, na klar. Die gute alte Trockenleber. Wer kennt sie nicht? Oh, wir gucken erstmal, was ist das? Das kann heftig sein. Ja, Malenias Echo. Gibt natürlich leider nicht Malenias Waffe. Kann aber alle möglichen Waffen geben. Und gibt ansonsten übel viele Runen. Kaufen. Oh, das nehme ich. Scheiße, er hat keine Schmiedesteine. Aber ich verstärke mal meine Waffe. Oh mein Gott, ich bin gleich so komplett OP. Ich bin stärker als in meinem normalen Speedrun nach 2 Stunden gefühlt. LOL! Alter, Level 7. Wisst ihr, wie stark das ist? Damit kann ich Lanetta killen. Jetzt nochmal die Runen abchecken. Da gibt es einen Bogen. Was ist das für ein Bogen? Schlangenbogen. Tonmenschenasche. Malbaby und Blitzdrachen, da ist von 1. Okay, die werde ich beide weghauen. Ja, was sagst du jetzt? Ach, das ist Halligbaum-Loretta. Das ist nicht die normale Loretta, das ist die Halligbaum-Loretta. Deswegen macht er auch so Höllenschaden. Das ist die Halligbaum-Loretta, das ist doch ein Endgame-Boss. Ich habe gedacht, es wäre die aus Karia. Ja, also Halligbaum-Loretta, die schaffe ich nicht. Die andere wäre ja Hologramm, stimmt. Die Halligbaum-Loretta ist vielleicht noch eine Stufe zu hoch. Scheiße, ich habe jetzt wieder die normale. Die normale hätte ich easy geschafft. Es ist einer ohne Bossleiste. Das ist der normale, oder? Er hat eine Bossleiste.
Okay, der ist easy machbar. Tschö, wie viel gibst du? Und was gibst du für ein Item? 2400 ist der erste gewesen. Kriegsasche, Blutzoll. Ich bin gespannt, was für ein Boss kommt da? Was für ein Boss kommt? Komm, was Einfaches. Gib mir was Einfaches. Kreuzfahrerscheusal? Hä, ist das nicht der normale? Nee, das ist einer aus dem Eisgebiet. Das ist einer aus dem Eisgebiet. Den kann ich schaffen. Den kann ich schaffen, bin ich early. Den kann ich schaffen. Sechseinhalb Stunden später. So, Junge! Hat der nur 16.000 gegeben? Der hat nur 16.000 gegeben. Ihr seht das nicht, aber der hat nur 16.000 gegeben. Also das hat sich 0,0,000 gelohnt. Zu spät genommen. Ja, das auch, aber trotzdem hat er ja keine 93.000 gegeben. Okay, Leute, ich würde den Tag dann auch jetzt mal beenden, weil, okay, wenn ihr Bock habt, können wir hier morgen weitermachen. Wenn ihr Bock habt, können wir genau hier morgen weitermachen. Hätte ich Bock.